Der MQ-Report ist für alle Teilnehmer in der Automobilindustrie relevant. Sei es der Autohändler, die Automobilbank, der Hersteller oder ein Berater aus der Automobilindustrie. Der Report liefert einfach ganz wichtige Informationen dazu, wie entwickelt sich das Konsumentenverhalten auf Deutschlands größter Fahrzeugplattform und welchen Einfluss hat das auch auf die Industrie und alle Teilnehmer. Wir sitzen auf einem Datenschatz, der sowohl die Nachfrageseite als auch die Angebotsseite komplett umfasst. Das bedeutet, dass wir als Marktführer eine Verantwortung gegenüber der Industrie haben, diese Daten zur Verfügung zu stellen, damit wir Effizienzen finden können, und zwar gemeinsam für Händler, für Hersteller und für alle weiteren Player entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Mobilität. Das ist ein wichtiges Tool für jeden, der in einem OEM arbeitet, der den Markt beobachten möchte. Man darf nicht vergessen, mobile.de ist einer der großen Player in Deutschland, der ein sehr, sehr tiefes Verständnis über den Gebrauchtwagen, aber auch den Neuwagenmarkt hat. Wir werden so tolle Insights liefern darüber, wie die Elektromobilität funktioniert in Deutschland, wie der Gebrauchtwagenmarkt funktioniert. Und dementsprechend kann ich nur empfehlen, den MQ sich anzuschauen und die dort integrierten Daten zu nutzen für die tägliche Arbeit. Genau hier setzt der MQ an, denn wir wollen diese ganzen Daten nicht für uns behalten, sondern wir wollen sie teilen, damit sich diese Intransparenz gerade bei der Elektromobilität Schritt für Schritt abbauen kann. Who should read the MQ report? Anyone. Everyone. I think politicians for sure. I would truly recommend them to do so. But of course, car dealers, whether in Germany or in other European markets, consumers, primarily consumers, it's going to help them to make the right decision, better understand the market trends, but also hopefully people from their professional environments who maybe work in the mobility industry and want to learn more about it. So, pretty broad audience.